auf 7 Energiestäben, aber wir haben kein Energium mehr. Na, herzlichen Glückwunsch. Okay. Wenn wir auf 4, jetzt sind wir auf 8, oh, wir sind auf 8 Energiestäbe, haben wir was rübergeholt. Wir bauen hier auf jeden Fall noch Sachen auseinander. Wir haben einen Energie, nicht einen Energieblock, einen Tech-Block produziert, indem wir Schrott verarbeitet haben, schätze ich mal. Und wir werden jetzt von Hand in den Komposter nochmal 6 Biomasse reinschieben. Biomasse können wir auch gut verkaufen, aber der Komposter sollte laufen, weil der produziert Wasser und alles so interessante Sachen, wenn wir da was anbauen. So, jetzt wird hier einiges an Schrott wieder herantransportiert. Energium sind wir auf 5, das ist ganz gut. Ja, es ist ätzend nur mit 3 Leuten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wir können mal so ein bisschen gucken, schon mal strategisch, wo sind wir denn hier? Genau, hier haben wir alles abgegrast. Wir sind jetzt hier und wir haben uns dazu durchgerungen, wieder zurückzuspringen, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, weil wir Kundschaft des Sonnensystems aus, da haben wir noch ein verlassenes Schiff, aber hier sind wir weggesprungen, weil da irgendwie, genau, wir wollten alle Schiffe abklappern und dann zurückspringen, weil wir hier jede Menge Stationen haben, wo wir Handel treiben können, um uns Dinge einzukaufen, und hier haben wir noch ein verlassenes Schiff. Ich glaube, wir wollen hierhin zurückspringen. Das ist das System, wo wir gestartet sind, wenn mich nicht alles täuscht. Und da wollte ich jetzt schon zurück und quasi diese jeweilige Person, die da 1000 Credits haben wollte, wollte ich da schon beim letzten Stream holen, wenn mich nicht alles täuscht. Real S Kicker sagt, man kann sich aber mittlerweile auch einen Sporenausbruch durch einen Raumanzug einfangen. Oh, wirklich? Das ist ja, so wie das aussieht, willst du dahin, um deine Belohnung zu holen? Ach so, weil wir ein Sonnensystem ausgekundschaftet haben, in Sektor begeben. Ja, ich glaube, ich wollte die Mission abgeben und ich wollte zurück zu dieser Vergnügungsstation. Ja, ich habe das System schon angesehen. Ja, ich erinnere mich sehr dunkel. Es ist einfach eine Weile her, dass wir gespielt haben. Danke, das Gelbe Kreuz. Ah, das Gelbe Kreuz. Das Gelbe Kreuz, das Gelbe Kreuz, das Gelbe Kreuz. Ja, alles klar. Da wollen wir eine Mission abgeben, weil wir ein Sonnensystem ausgekundschaftet haben. Jawohl. Hier, was haben wir hier? Transfer, hier werden noch Schrottressourcen geborgen. Infraschrott ist noch hoch, Tech-Schrott und Energieschrott ist 0. Das heißt, wir sind jetzt gerade dabei, Infraschrott auseinanderzunehmen, und wir haben 11 Infrastrukturblöcke. Wir brauchen nicht mehr Infrastrukturblöcke. Das heißt, wir machen hier, bergen das auf 0. Oder was heißt, wir brauchen jetzt andere Dinge. Ja, wir haben 13 Infrastrukturblöcke, alles ist gut. Wir haben eher einen Mangel auf einer anderen Seite. Den Tech-Schrott und so würde ich noch mitnehmen. Und da sind wir auch schon fertig. Alles klar. Super. Wir sind wieder 3 Leute. Wir werden jetzt einfach mal den Sprung einleiten. Und zwar von System zu System. Und wir werden jetzt unsere Mission abgeben. Wir werden wahnsinnig viel Geld machen. Und eine weitere Person kaufen. So, wir springen nämlich dann jetzt hierhin. Und da haben wir, ja, wir müssen den Sprung machen mit Pillen. Und jetzt bitte nirgendwo rausfliegen. Piratenpakt, ausweichen 79%. Ausweichen erfolgreich. Frau Höhne hat ein bisschen Raumreisekrankheit. Na, super. Hier waren wir schon. Wir geben jetzt hier unser Zeug ab und werden auch ein bisschen handeln. An der Militärbasisstation stationieren wir uns. Mission abgeschlossen. Jawohl, Energiestäbe und Energium. Haha, ganz hervorragend. Ganz hervorragend. Und ich möchte mit euch handeln. Und neuer Handel. Wir verkaufen Optronik-Bauteil, weil brauchen wir nicht. Pistole will ich nicht verkaufen. Weichblöcke 2. Und mehr kauft ihr nicht. Das ist extrem bedauerlich. Möchte nicht meine Energieblöcke verkaufen. Chemikalien möchte ich auch nicht verkaufen. Eis möchte ich auch nicht verkaufen. Rumpfschrott kriegen wir ein bisschen was für. Wie viel Rumpfschrott nehmt ihr denn? 5. Na, immerhin.
Wir müssen Geld machen. 834. Energiestäbe sind günstig bei denen. Wir haben auch gerade welche für die Mission bekommen. Rumpfblöcke brauchen wir nicht. Haben wir genug? Wir könnten einmal Früchte kaufen. Das ist aber, wir sind eigentlich ganz gut unterwegs. Flammenwerfer. Wir könnten einmal Infusionsflüssigkeit kaufen für 209. Brauchen wir jetzt auch nicht zwangsläufig. Wir könnten Hyperium gebrauchen. Super teuer. Kaufen ein Hyperium. Energium und Energiestäbe sieht gut aus. Aber ich würde einen Energiestab nehmen. Und so haben wir dann trotzdem noch Geld. Ja, will ich noch mehr verkaufen? Ja, ich will noch mehr verkaufen. Ich will noch mehr Weichblöcke verkaufen. Alle vier. Dann sind wir hier voll. Wir nehmen zwei Energiestäbe, ein Hyperium. Damit kommen wir ganz gut aus. Der Handel muss abgeschlossen werden. Eine Forschungsstation mache ich wieder an. Hier ist niemand, den ich abwerben kann. Schätze ich. Belohnung und Handel. Neue Mission. Okay. Was haben wir denn? Also erstmal, wir haben Dienstleistungen. Okay, wir haben Dienstleistungen. Wir haben Missionen. Gefangenen verlegen. Gefangenen abholen. Gefangenen zu Stift. Ich glaube, das ist noch eine Nummer zu groß für uns. Da werden wir garantiert angegriffen und so schnell können wir nicht weggesprungen. Und wir haben gerade mal ein Schildkontrollpult und ein mickriges kleines Schild. Ich denke, das sollten wir nicht machen. Auch wenn das durchaus verlockend ist. Nein, wir machen das nicht. So, Handel muss noch. Laden der Schleuse. Das passiert jetzt. Sehr gut. Und wenn das passiert ist, können wir hier auch weg. Und in diesem System haben wir auch noch Schiffe, die wir erkunden können. Das werden wir ganz dringend tun. Aber wir haben hier auch noch die Vergnügungsstation, wo wir jemanden mitnehmen können. Wenn der Handel abgeschlossen ist, ja, dann, der ist jetzt abgeschlossen. Wir haben 1095 Credits, hier oben steht's. Dann würde ich mal sagen, springen wir. Schau, in welches System das geht, Real Ass Kicker. Nee, ich möchte keinen Gefangenenaustausch. Ich habe jetzt schon in diesem. Ich möchte jetzt so auf Vorsicht spielen, weil wir haben jetzt schon eine Person verloren. Und eingehende Subraum. Ich möchte nicht. Eskortiere die Reparaturbesatzung. Wenn du uns helfen willst, reise nach. Nö, danke. Das ist nett. Da oben waren wir überall. Handelsstation, Versorgungsstation. Wo war denn? War das hier unten? Vergnügungsstation. In der Vergnügungsstation, da waren wir. Da konnten wir jemanden. Ich möchte da jetzt nicht hin. Nein. Nein, da möchte ich jetzt nicht hin. Ich möchte. Wir sind. Hierher gesprungen. Haben wir hier noch unerforschte? Nee, haben wir nicht. Okay, wir machen jetzt. Wir springen jetzt von System zu System. Hier hätten wir noch ein Schiff, was wir auseinandernehmen können. Aber wir springen jetzt zu dieser Vergnügungsstation und holen uns für 1000 Öcken ein viertes Crewmitglied. Alle, die. Teil der Crew werden möchten, sollten ganz dringend. Oh, da haben wir noch Sachen zurückgelassen. Das ist ja. Ne, es sieht nicht so aus, als ob da noch groß was ist, was wir auseinanderbauen können. Nee, das sind nur ein paar Glasscheiben. Jeder, der noch nicht Ausrufungszeichen Crew eingetragen hat, sollte das jetzt mal tun. Und Torben aus dem Norden, da machen wir mal Direktbefehl und du steigst mal ins Shuttle ein. Und wir fliegen mal zur Versorgungsstation. Und weißt du was, du kannst die Knarre wegpacken. Danke. Oh, Vergnügungsstation meine ich. Und wir gehen hier. Da ist er. Yilvi. Das Ende naht? Warum?
Gibt es da nur orange Sterne? Nee, wir hatten auch schon einen blauen und einen roten. Also es sind eine Vielzahl von verschiedenen Sternen vertreten. The Real Panse ist potenzieller Bundestagskandidat. Ja, herzlichen Glückwunsch. War das etwas, was du dir gewünscht hast, oder wurde dir das aufgezwungen? So, dann sprechen wir hier nochmal mit dem Mokel und der wollte 1000... Oh, hier oben können wir in versteckte Compartments gucken. Stell dich vor, hallo, wirklich spannende Geschichte, würdest dich gerne unserer Besatzung... Jawohl, Mitglied für 1000... Ich zahle das Entgelt. Der kann ganz bisschen Botanik. Der oder die. Kampfpilotin. Okay, kann ein bisschen, kann Waffen gar nichts, aber kann sehr viel am Schiff bedienen. Kann 2 Botanik. Zahle das Entgelt. Du wirst jetzt, ja. Du bist Teil der Crew. Ilvi, Direktbefehl. Und ihr beide einmal einsteigen. Jawohl. Und was hast du denn für eine Ausrüstung? Inventar? Betäubungspistole. Aha. Na guck, dann haben wir eine Betäubungspistole mit dabei. So. Und wir fliegen zurück. Wir sind 4 Leute, liebe Leute. Wir müssen. Wer es noch nicht gemacht hat, Ausrufungszeichen Crew in den Chat. Ich mache jetzt Pick Crew. Aaron McCooney ist nun Teil der Crew. Jawohl. Herzlichen Glückwunsch, Aaron McCooney. Ich habe jetzt Ray geschrieben. Hoffe, das ist okay. Wenn du einen Wunsch hast, was Farben angeht, sag Bescheid. So, genau. Und jetzt müsst ihr euch neu wieder auf der Liste eintragen, weil ich lösche die jedes Mal wieder. Also das Skript, was ich gebaut habe, löscht die jedes Mal wieder. So, wir sind wieder zu viert. Ich bemühe mich, dass wir hier... also erstmal Ray McCooney, du... Direktbefehl einmal hier... Geh mal ans Lager, weil ich würde gerne die Betäubungspistole, die du hast, austauschen gegen eine richtige Knarre. Auch wenn ich dich wahrscheinlich jetzt erstmal nicht einsetzen werde. Fähigkeiten. Waffen 3. Frau Höhne, Waffen 3. Army Kuni 1. Und Torben aus dem Norden 2. Das heißt, wir müssen auch noch Schichten zuweisen. Army Kuni ist in Schicht 2. Jawohl. Ja. Beziehungsweise, das tut mir total leid, aber Armekuni ist jetzt alleine in Schicht 2. Roboteraufbewahrung und Roboterwerkbank haben wir erforscht. Jetzt haben wir die 3 mit Waffentalenten in derselben Schlafschicht, sodass wir dann auch einfacher noch Raumschiffe auseinandernehmen können. Und was brauchen wir für Roboterwerkbank? Roboterwerkbank. Damit können wir nämlich... Roboterwracks auseinandernehmen. Dafür brauchen wir einen Tech-Block und 2 Infrastrukturblöcke. Haben wir hier irgendwo noch Platz? Wir haben in der Tat hier noch Platz für eine Roboterwerkbank. Wir hätten hier auch noch... Nee, da haben wir keinen Platz für eine Roboterwerkbank, aber wir könnten hier eine Roboterwerkbank hinsetzen. Oder hier. Oder hier. Oder hier. Oder hier. Dann setzen wir die hier hin. Dann haben wir hier auch gleichzeitig noch ein bisschen Deckung, falls jemand da angreift. Ist nicht optimal alles. Aber dann bauen wir eine Roboterwerkbank. Wir haben hier nämlich super viele Androidenleichen. Die können wir auseinanderbauen und da kriegen wir Ressourcen raus, die wir dann verkaufen können. Das wird sich jetzt lehnen. So. Habe ich schon... Danke, Bytewelt, herzlichen Dank für den Sub. Habe ich eben schon gesagt. Ich freue mich für die Unterstützung. Und irgendwie... Der Aktivitätsfeed in OBS hat das nicht registriert. Aber ich habe ja hier Gott sei Dank mehrere.
Ich bin jetzt irgendwie beruhigt. Wir haben die Situation mit dem Alien-Parasiten überstanden. Wir sind jetzt wieder zu viert. Wir sind hier fertig mit allem. Alle Mann da. Dann würde ich doch mal sagen, wir springen wieder. Und zwar... Achso, vielleicht, warte. Vielleicht sollten wir... Wir gucken mal... als erstes hier Einstellungen, genau. Wir bauen alles auseinander. Überreste zerstörter Androiden ebenfalls auseinanderbauen. Wir bauen hier alles auseinander. Von Hand werde ich jetzt einfach nochmal ein paar Biomasse in den Komposter schütten. Und wir machen... Wir werden jetzt einfach mal Handel treiben hier mit der Station. Handel. Betäubungspistole. Weiß ich nicht. Kommen wir bestimmt wieder dran. Brauchen wir nicht. Schmerzmittel und Verband möchte ich nicht verticken. Energie ist... Gefechtsstimulanz. Nee, wir brauchen... Ich würde gerne Biomasse verticken, aber kann ich hier nicht. Aber die Betäubungspistole verticken wir und dann nehmen wir das mal an. Und wenn der Handel abgeschlossen ist, haben wir auch wieder ein bisschen Geld. Und dann gucken wir mal, wo wir hinspringen. Aber diese Systeme haben wir alle schon erforscht. Das heißt, das ist jetzt doof, weil... Nee, Frau Höhne ist wieder gut. Die hat keine Weltraumkrankheit mehr. Es wäre schön, da irgendwie hinterzukommen, dass wir jetzt nochmal ein bisschen mehr Anbau machen hier oben. Wir könnten den hier erweitern in diese Richtung. Machen wir das noch, bevor wir... Ja, wir springen jetzt noch nicht. Wir erweitern jetzt hier erstmal noch unseren Rumpf. Auf diese Art und Weise. Und werden hier oben ein zweites Hochbeet hinsetzen, weil wir genug Infrastrukturblöcke haben. Und dann kommen wir hoffentlich, dass wir auch einen Überschuss an Nahrungsmitteln haben. Und wir können auch künstliches Fleisch anbauen. Wir haben im Moment nur Früchte und solche Sachen. Wir sollten jetzt aber auch bald in der Lage sein, auch Nüsse anzubauen. Botanik 6, ja. Wir können Nüsse anbauen. Das heißt, hier können wir auch schon mal Wurzelgemüse weg und wir können hier schon mal Nüsse anpflanzen. Frau Höhne ist die Botanikerin. Wir bauen hier oben unsere Hülle aus und dann setzen wir da, wenn die Hülle ausgebaut ist, setzen wir da oben dann ein zweites Hochbeet hin und dann geht's weiter. Die Roboter-Werkbank sorgt dafür, dass wir Dinge auseinanderbauen und da haben wir schon ein Quantronik-Bauteil, das sich für super viel Geld verkaufen lässt. Das ist ganz wundervoll. Und jetzt haben wir hier oben das auch ausgebaut. Hervorragend. Und dann machen wir hier Nahrung und machen ein weiteres Hochbeet hier oben hin. Und wir brauchen Lebenserhaltung, wahrscheinlich auch noch einmal Lebenserhaltung. Hier oben so eine Heizung. Ja, dann haben wir hier Temperaturstabilität, haben hier oben ein weiteres Beet und dann wird das gut. Und jetzt können wir eigentlich springen und uns überlegen, wo wir hinwollen. Ich habe die Krankenstation noch offen. Wie siehst du die Krankenstation noch? Ach, so wie ist die Krankenstation noch offen? Ach, um Gottes Willen. Ja, du hast recht, Horsti. Das müssen wir eigentlich auch mal... Wir können jetzt mal hier gerade ein bisschen schöner wohnen machen. Bewegen. Nee, müssen wir das bewegen? Müssen wir nicht bewegen. Das kann... Hier kann eine zweite Krankenstation hin. Hier wollte ich... Genau. Hier wollte ich ein Lager hinsetzen. Wir haben die Ressourcen dafür. Das heißt, wir setzen jetzt hier Wände ein. So. Kleines Fenster. So. Türen. Ah, da brauchen wir auch Blöcke für, ne? Das sind zwei Türen, die wir hier hinsetzen. Und ein Lager. Lagerung. Ein kleines Lager braucht nur zwei.
Das heißt, hier setzen wir sowas hin und wir brauchen Einrichtung Bodenlicht, Bodenlicht, Bodenlicht. Und dann haben wir hier zwei Plätze für Krankenstationen. Warte mal, wenn ich hier Anlage nehme, was brauchen wir für ein Klinikbett? Da brauchen wir auch nochmal einen Tech-Block. Den will ich jetzt nicht ausgeben, wir sind ja nur vier Leute. Wenn es denn soweit kommt, dann würde ich vielleicht da nochmal... Und wir haben auch keine Weichblöcke gerade im Moment. Ja, genau. Jetzt haben wir hier also eine Krankenstation so provisorisch gebastelt. Hier oben ist mit der Nahrung ein bisschen besser. Dann würde ich mal sagen, wir machen mal schneller und wir bereiten uns auf Springen vor und gucken mal, wo wir uns hinbegeben. Keiner hat mehr Strahlenkrankheit, Weltraumkrankheit. Wir sind wieder zu viert, Gott sei Dank. Das heißt, es wird Zeit für ein neues System. Ich will jetzt hier nicht groß rumgeistern. Wir haben hier alles abgeklappt. Den haben wir auch abgeklappert, ja, haben wir. Das war unser Startsystem, da sind wir überall gewesen. Hier sind wir auch überall gewesen. Wir haben nicht überall Handel getrieben. Das muss ja auch nicht sein. Hier oben waren wir noch nicht. Na, dann würde ich doch mal sagen, hier waren wir, da müssen wir nicht hin zurückspringen. Wir springen mal nach da oben, wo wir noch nicht waren. Nein. Wir wollen hierhin. Hierhin, wir machen das alles Stückchen für Stückchen und dann machen wir ein Inters... Oh, Energium, Edelmetalle. Beides nett. Dann springen wir mal dahin, dann kommen wir direkt da raus. Oh, wollte gerade sagen, ohne Zwischenfall. Deine Sonderphase sind vorläufige Flotte, du kannst versuchen, sie am Welterflug zu hindern. Nein, möchte ich nicht. Und wir verlassen hier. Wir könnten hier weiterspringen und erstmal gucken, aber ich möchte eigentlich direkt das Energium einsammeln und auch das die Edelmetalle. Das heißt also, wir machen so. Feindbots entdeckt. Wir haben zwei Punktverteidigungen.